Hallo und herzlich willkommen zurück zu Direwolf 20.1.7.10. Wuhu! Wir machen weiter und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich aufgehört habe. Das letzte Mal habe ich aufgehört, da war ich im Dorf. Ich glaube ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber wir haben einen Dorfbewohner, das ist gut. Und ich habe Sachen verarbeitet. Hier Eisen und so. Juhu. Und wir wollten ja Emeralds haben. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Dorfbewohner wir jetzt eingesperrt haben, aber mir hat ja ein Zuschauer geschrieben, dass die random Emeralds droppen können und deswegen würde ich dem Ding jetzt mal eben einen Käfig bauen wollen. Dafür brauche ich einen Hopper. So, Kiste. Und ein paar Slabs. Und eine Kiste, noch eine. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob das funktioniert. Bin ich sehr gespannt. Ich frage mich gerade, wohin mit dem Typen dann. Ach, pack mal hier in den Boden. Ich hatte mal eine Axt, die ich glaube, die Betonung liegt hier auf hatte. Habe ich keine andere? Nö, gut, dann halt nicht. So. Kiste. Hoppa. Zelle. Und Sicherungs. Höpti. Okay. Klapp. Das ist schlecht. Jetzt mit. Oh. Ja. Hallo. Oh Gott. Der ist ja fast tot. Warum bist du denn fast tot? Armer Villager. Naja, dann muss ich ihn halt gut beschützen. Hehe. Bin gespannt, ob der wirklich Emeralds kackt. Das wäre witzig, auf jeden Fall. Gut, wir brauchen ein Feld für Weizen. Wo habe ich die Sachen hingetan? Das ist eine gute Frage. Ah ja, genau hier. Seeds. Mehr Seeds. Ja. Ho. Und ho, wäre nicht schlecht. Hier, ich habe doch so viel davon. Muss ich ihm eigentlich einen Name-Tag geben, damit er nicht despawnt? Was zum Teufel ist jetzt passiert? Wo ist er hin? Was? Will er mich verarschen? Wie hat denn das jetzt... Okay. Ich glaube, Takt. Was hat der gemacht? Dass er da jetzt rauskam. Das erscheint mir doch recht merkwürdig. Dann packe ich jetzt mal so dick ein, dass er da überhaupt gar nicht mehr rauskommt. So hoffe ich. Das war jetzt äußerst merkwürdig. Hier, hast du Licht. Und jetzt bleib da drin. Bleib da. Was soll das? Kannst du nicht machen. Einfach abhauen. Das geht so nicht. Kann man die irgendwie festbinden? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Haha. Ist er gerade wieder entkommen? Tatsache. Was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich muss ihn komplett einsperren. Was ist das für ein Mist? Guckt man einmal nicht hin, schon ist er rausgebackt. Also muss ich auch so einen hässlichen Käfig hier hinbauen. Toll. Finde ich gar nicht okay. Bleibst du jetzt da? Ist er noch da? Bleibst du da? Bleibst du da? Nein, der kann da einfach so raus. Ja, ich glaube Takt. Ich glaube Takt. Was soll das? Wie macht er das? Und über den Hopper wahrscheinlich, wa? Ah. Von wegen auf dem Hopper stellen. Keine gute Idee, meine Freunde. Ach, so ein Mist. Kriegen wir einen Vakuumhopper hin? Das wäre lustig. So. Dann halt doch nicht. Interessant. Also, das ist
ganz schön dreist, muss ich sagen. Das heißt, ich könnte das rein theoretisch doch bauen. Gucken wir mal. Möchtest du jetzt da drin bleiben? Ja? Wäre das okay für dich? Hm? Ja? Ja? Ich traue dem Typen nicht. Aber wir müssen erstmal ein Feld bauen gehen. Gut. Ein Eimer Wasser bitte. Ich glaube, jetzt bleibt er, wo er ist. So hoffe ich. Bleibt er da? Ja. Ich habe jetzt übrigens mal Fastcraft drauf gemacht. Ob es wirklich was hilft, das weiß ich nicht. Bezweifle es stark, aber ich habe es versucht und von daher immerhin. Okay, ich glaube, hier die Farm baue ich erstmal ab. Ich weiß nicht, wo mit meinem Schaf. Habe ich noch irgendwo Zäune gerade rumfliegen? Nee, ne? Kurz ein paar Zäune machen. Dass er Schaf abgrenzen kann. Na, hab. So. Habe ich Weizen? Nein. Weizen. Er ist wieder raus. Ich krieg einen Anfall. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los mit diesem Vieh? Ernsthaft? Ja, dann musst du halt doch hier drin bleiben. Für immer und ewig. Oder du kommst in ein Loch. Armer Dorfbewohner. Aber ganz ehrlich, wenn er da nicht wohnen will, bei mir, dann hat er Pech gehabt. Dann muss er eben warten, bis wir ihn rausholen. Dann nimmt er seinen Pokéball. Na toll, ey. Achso, ich wollte Weizen mitnehmen für das Schaf. Hallo? Huch. Tja. Gucken wir mal. Also. Das Schaf würde ich gerne hier in die Ecke setzen. Mr. Schaf. Kommen Sie. Komm hier rein. Noch ein Stück. Rein da. Dankeschön. So, eben die Rubberwoods abholzen. So. Und dann sollten wir eine kleine Farm bauen. Habe ich eine Watering Can? Ich weiß es gar nicht. Die können wir aber trotzdem mal bauen. Kriegen wir nämlich ganz schnell unsere Emeralds. Ah, verdammt. Ich brauche eine neue Axt. Hui, hui. So. Und noch einen. Come on. Ach ja, hier brauchen die ja so ewig. Eieiei. Okay, wo ist denn die Mitte? Hier ist die Mitte. So, Wasser und zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Passt ja perfekt. Ist ja auch 9x9. Perfekte Größe für ein Feld. Heute mit Schaf. Ne. Ja, komm. Du. Ein ganz vanilla Feld, ey. Hm. Noch. Nicht mehr lange. Muhaha. So. Ich hab grad einen Ei ploppen hören. Kann das sein? Ah, ne, es war das Inventar. Stimmt. Macht ja noch nichts Geräusche. Muss ich erstmal dran gewöhnen. Dass wenn Items nachploppen, es auch ploppt. Also echter Plopp, plopp, plopp. So. Schwupp. Black, natürlich. Zack. Okay, dann kann das erstmal wachsen. Ach ja, genau, hier muss ich noch eine Lücke reinschlagen. Puff. So. Mr. Schaf, wir sind gut aufgehoben, wunderbar. Watering Can, habe ich das Ding schon? Nein, gut. Watering Can.
die da, genau. Mit Dingens. Gut. Huch. 4 Eisen. Ach, ich habe noch. Ne, das ist Zinn. 4 Eisen, Bone Meal. Habe ich Bone Meal? Müsste ich eigentlich haben. Irgendwo. Vielleicht. Hallo? Ach, hier habe ich noch einen Watering Can. Ha, wusste ich's doch. Ich wusste es doch. Das ist irgendwo. Hat sich das Ding versteckt. So. Müssen wir alles anwässern hier. Besser, 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 besser. Dann, wie viel brauchte ich? 21, ne? Ah, nehmen wir mal das zuerst hier. Lalalala. Könnt auch einen Sprinkler bauen. Aquarius Akkumulator und ein Sprinkler hier drüber. Das ist eigentlich keine gute Idee. Hm, keine schlechte Idee. Stimmt, wir haben ja mit der Watering Can haben unser Zuckercane vermehrt. Gut, also ein Aquarius Akkumulator. Was ist das eigentlich für ein komisches Rezept? Ich weiß auch nicht. Also ein normales Glas. Kupfergier, Pneumatik und Glas. Passt genau, dann. Was braucht man jetzt hier für? Ja, Zinngier. Also, ich brauche Kupfer und Zinn und Gold sicherlich und Redstone. Eisen. Einmal habe ich. Glas, ja. Und, ja. So, als erstes eine das. Dann Zinngier. Dann das. Gut. Eisen. Habe ich nicht genug Eisen dabei? Ah, okay. Zack. Und das Zinngier. Dann Kupfergier. Und zusammenbasteln. Nein, nicht zusammenbasteln. Gut. Ach ja, genau, Glas fehlt mir noch ein bisschen. Irgendwie habe ich nicht noch irgendwo Sand gehabt. Vielleicht, ne? Oh. Mist. Sand, 6 Sand haben wir noch. Gut, dann, tu mal hier. 2 brauche ich bitte sofort. Wie schaut's hier aus? Hier habe ich alles soweit. Jawohl. Ich habe eigentlich so viel Zeug im Inventar, ist ja krass. Hm. Bald mal aufräumen, so. Nein, immer noch nicht. Gut, dann halt nicht. Das und das und das und ein Eimer. Da. Und einen Sprinkler. Oh, mein Ohr juckt. Ah. Sprinkler, genau, bisschen Eisen und ein paar Zäune, 2 Zäune, Redstone Torch. Und Eisen. So, hinlegen für Monster Avoiding und so. Meh. Okay, dann wollen wir mal. Zack. Zack. Machst du die Geräusche oder macht das Netherportal allerdings andere Geräusche? Was ist da los? Wie wär's mit. Funktioniere? Warum kann er nichts mehr ziehen? Hä? Der zieht kein Wasser mehr aus. Okay, das ist neu. Das ist sehr, sehr neu. Und verwirrend. Gut, dann muss ich mal eben, glaube ich, unten ein bisschen Wasser anbauen. Anbauen ist gut. Andingseln. Wow, Telecreeper. Das ist äußerst merkwürdig. Upsala, muss ich sagen. Jetzt? Hm?
Ja, funktioniert gerade irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht. Was ist das? Ja, es ist doch okay, aber... Hä? Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Das ist, glaube ich, so nicht gewollt. Da habe ich doch gerade erst geupdatet, quasi, das Direwolf. Ah, warte mal. Kann es sein, dass es einfach nur ein Anzeigefehler ist, weil hier bubbelt bei mir? Bubbelt. Und ich höre ja auch, dass es bubbelt. Ich glaube einfach, dass es nicht angezeigt wird, oder? Kann das sein? Der totale Anzeigefehler? Ich glaube, das ist möglich. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das wird auch nicht... Das... Hä? Warum? Moment. Das geht auch nicht, oder? Ach so, der outputtet direkt. Warte mal, das können wir... Warte mal. Moment, stopp, halt. Stopp, halt. Ich bin verwirrt. Nein, immer noch nicht. Okay. Jetzt wird's merkwürdig. Jetzt ist... ja. Jetzt bin ich verwirrt. Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Ohne Ende. Okay, jetzt zieht also nichts mehr. Bla, 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 bla. Hä? Nee. Der bubbelt zwar, aber der zieht kein Wasser. Von gar nichts mehr. Nee, nee, nee. Schade. Also, der funktioniert momentan also nicht. Das ist ja blöd. Das ist mega blöd. Schade, ne? Dann müssen wir halt auf uns, auf das, ja, normale Wachstum uns vertrauen. Blöd. Aber machst du nix. Machst du nix. Tja. Dann haben wir doch die Watering Can. Aber erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, nehmt euch einen Abend und bis zum nächsten Mal.